Liebe Mitdemonstrierende, liebe FreundInnen, liebe Pflegende. Systemrelevant ist für mich ganz klar das Unwort des letzten Jahres. Als zu Beginn der Pandemie noch um 18 Uhr aus dem Fenster geklatscht wurde und alle PolitikerInnen und Medien die Angestellten in besonders gefährdeten Berufen in den Himmel gelobt haben, da dachte ich, es würden nun alle notwendigen Schritte getan werden, um sich von unserem auf Profit getrimmten System zu lösen. Aber dieses System hat einflussreiche Profiteure aus der freien Wirtschaft, denen im Zweifel stärker zugehört wird, als denen, die ihre Profite erwirtschaften. Und da haben wir da bereits das erste Schlagwort, welches die Wurzel des Problems in unserem Gesundheitssystem gut zusammenfasst. Profite. Warum müssen Krankenhäuser Profite erwirtschaften? Gehören sie denn nicht zur öffentlichen Daseinsvorsorge? Ein Blick auf die Art und Weise, wie die Krankenhäuser sich finanzieren, löst auf. Nein, Krankenhäuser werden seit vielen Jahren wie Unternehmen geführt. Ich halte kurz den historischen Abriss dazu. 2003 hat die damalige rot-grüne Bundesregierung die sogenannte Fallpauschalenfinanzierung für Kliniken verankert und das vorher übliche Mischfinanzierungssystem abgelöst. Zeitgleich wurde es Krankenhäusern erlaubt, Gewinne zu erwirtschaften, was vorher außerhalb von neoliberalen Thinktanks nicht denkbar gewesen war. Plötzlich wurde es rentabel, Krankenhausbetreiber zu sein. Denn Krankheiten werden seitdem in sogenannte Fallgruppen kategorisiert, für welche Krankenhäuser je nach Krankheit einen festen Satz von den Krankenkassen ausgezahlt kriegen. Es ist egal, wie hoch die realen Behandlungskosten letztendlich sind. Der Betrag, den das Krankenhaus bekommt, bleibt gleich und eingesparte Kosten können behalten werden. Es wurde also ein Anreiz geschaffen, Behandlungen möglichst kosteneffizient und möglichst kurz zu gestalten. Denn je weniger die Krankenhäuser für die Behandlung von PatientInnen ausgeben, desto mehr Gewinne können sie abschöpfen. Profite pflegen keine Menschen. Unter dem Motto sind wir heute hier. Aber schlechte, unterfinanzierte Pflege sorgt für hohe Profite. Die Folgen dieser desaströsen Politik sehen wir jetzt in der Corona-Krise wesentlich stärker als zuvor. Schon vorher gab es zu wenig Betten und zu wenig Personal. Trotzdem behauptete Gesundheitsminister Spahn zu Beginn der Pandemie, wir seien vergleichsweise gut bis sehr gut ausgestattet. Ich sage, das ist eine dreckige Lüge. Wenn wir den Blick auf Münster richten, sehen wir, dass das Johannes-Stift-Krankenhaus an seinen Kapazitätsgrenzen ist und die ersten Engpässe an Unikliniken, dem Clemens-Hospital und der Raphaels-Klinik bereits bemerkbar sind. In Gebieten mit viel höheren Inzidenzen ist die Lage teilweise noch viel dramatischer. Mit einer anderen Politik wären nicht nur viele Pflegende und Behandelnde, die vor der Krise teilweise schon überarbeitet waren, vor dieser unglaublichen Belastung bewahrt worden, sondern es hätten auch viele Leben gerettet werden können.